Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test hier bei uns bei Gameplay the Game. Und diesmal spiele ich hier das Spiel Trials Evolution zum allerersten Mal. Ich habe es vorher noch nicht gespielt. Ich kann die Flash-Version, kenne ich vorher von, ja, aus dem Internet, Flash-Version halt Trials. Ich denke, das kennt jeder. Ja, wir fangen einfach mal an. Gespielt wird es jetzt von mir mit dem Xbox Controller und ich gucke einfach mal, was ich jetzt hinkriege. Okay, hier ist eine Information. Du hast einen Kontrollposten erreicht. Gut. Zudem kann ich mich damit B zurücksetzen und mit Reset kann ich auch noch irgendwas machen. Ja, mit dem linken Stick kann ich mich halt nach vorne und nach hinten lehnen und somit sind Sachen wie Wheelies und so möglich. Ja, da muss ich landen, so, genau. Ja, bei diesen Explosionen sacken die Frames so ein bisschen ein gerade. Aber er steht trotzdem noch über 30 Frames, also hoffe ich mal, dass es noch ansehbar ist. Ich denke mal schon, wenn nicht, muss ich die Effekte ausstellen, wenn da zu viel im Hintergrund passieren sollte und es zu sehr laggen sollte. Ich denke mal, zum Spiel muss ich nicht viel sagen. Es ist von Commander Krieger bereits bekannt. Warum kriege ich denn jetzt auf einmal so einen Megaschub? Okay, ich habe eben so einen Megaschub gekriegt. Entweder hat es geleckt, wie gerade auch, oder weiß ich nicht, Spielfehler. Aber ich führe das einfach jetzt mal auf den Längen erstmal zurück. So, da sind wir jetzt auch schon im Ziel. Ja, neuer persönlicher Rekord, was auch sonst, wenn ich zum ersten Mal fahre. Silbermedaille soll mir jetzt erstmal gut sein. Ich fahre einfach die Rennen einfach mal durch. Ja, ohne jetzt groß auf die Medaillen zu achten. Das hier sieht sehr cool aus im Hintergrund. Erinnert meiner Meinung nach ein bisschen an D-Day. So, liegen und jetzt, ja, schaffe ich. Jetzt habe ich wieder so einen Schub gehabt. Ich weiß nicht, ob das nachher in der Aufnahme auch so zu sehen ist. Bisher ist es noch nicht so schwer, das Spiel. Muss halt mit dem Stick mal so ein bisschen lenken, aber groß umfallen oder so tut man noch nicht. Wie man es aus Commander Kriegers Videos beispielsweise kennt. Der hat ja auch ganz viel gemacht. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 Motorräder gibt es. Ich habe übrigens die Limited Vorbesteller-Version. Ja. Was wir bisher geplant haben, ist ein Together mit Abonnenten. Sprich, wenn ihr das Spiel auch habt, spielen wir gegen euch, wenn ihr Bock habt. Runde Trials. In der Zeit habt ihr dann Zeit, zum Beispiel euren Kanal vorzustellen. Oder was ihr immer machen wollt. Wow, das war knapp. Und ja, es werden auf jeden Fall noch weitere Videos zu Trials kommen. Auf den Kanal sensemangaming.tv könnt ihr auch noch weitere Trials sehen. Ja gut, jetzt hat es mich hier zum ersten Mal hingelegt. Ich stelle es doch ein bisschen schwieriger. Ja. So. Ja, zwei Fehler jetzt mal reingehauen. Auf jeden Fall auf sensemangaming.tv könnt ihr weitere Trials-Videos sehen. Auf jeden Fall werden sie kommen. Ich und auch Pascal, also ein Kumpel von mir. Passi kennt ihr wahrscheinlich als Abonnent von sensemangaming.tv.
Ja. Spielen da eine Runde, werden einfach mal ein bisschen gegeneinander fahren und gucken, wer der Bessere ist. Meine Vermutung ist ja, dass er besser sein wird, weil er hat das Spiel schon mit einem Kumpel auf Xbox gespielt. Und ja, ist generell so ein Motorradfreak. Und deswegen vermute ich mal sehr stark, wow. Ja, okay. Deswegen vermute ich mal sehr stark, dass er mich abziehen wird. Ich weiß nicht, ob er gleich abzieht. Ich weiß jetzt nicht, wie gut er am Anfang ist. Hä? Okay, das war Nummer 2. Aber früher oder später wird das auf jeden Fall der Fall sein. Ja, ich würde sagen, fahren wir das Rennen noch. Oder ich bin noch ein paar mehr von. Gucken wir mal, was das Spiel hier zu bieten hat. Auf gerader Strecke oder relativ gerader Strecke falle ich hier. Ist natürlich peinlich, aber was will man machen? Ich meine, ich spiele das Spiel zum ersten Mal, wie ihr gesehen habt. Nichts freigeschaltet, 0%. Und dann passiert sowas halt schon mal. Grafikeinstellung werde ich noch mal ein bisschen was rumprobieren. Gucken, was sich da einstellen lässt. Neuer persönlicher Rekord, Bronzemedaille. Jo. Zwei Fehler von der Zeit locker gepasst, nur halt die Fehleranzahl ist zu hoch. Ja, jetzt gibt es ja auch eine YouTube-Funktion, habe ich gerade gemerkt, wenn man jetzt den rechten Trigger drückt. Die Auflösung kann man dabei halt variieren, gerade was man hat. Qualität kann man hier auch hochsetzen und dann wird das gleich gerendert, wie es aussieht. Ist natürlich cool an sich. Hier gibt es auch noch irgendwas mit Facebook. Ja. Neues Fenster wollte ich jetzt nicht öffnen. So. Also es gibt auch die Möglichkeit, das direkt auf Facebook hochzuladen. Was für mich jetzt aber nicht in Frage kommt. Ja, gehen wir mal in eine Technik-Arena. Hier ist so ein Stern. Kein Sprit. Probieren wir mal und gucken, was das ist. Bin gespannt. Versuche weit wie möglich ohne Benzin zu kommen oder bevor das Benzin ausgeht. Und an Tankstellen könnte ich mir Sprit besorgen. Super. Das probieren wir natürlich noch einmal. Kann es doch nicht sein. Ich meine, wie schlecht bin ich damit? So, jetzt will ich es aber wissen. Ja, sofern ich Gas gebe, wird mir sofort Benzin abgezogen. Dann probiere ich mal hier den Berg so runterzukommen. Da vorne, das könnte bald eine Tankstelle darstellen. Ja, super. Jetzt war ich gerade hier bei so einer Tankstelle, bremse und fliege natürlich voll auf die Fresse. Aber 270 Meter Bronzemedaille, ich denke, damit kann man sich zufrieden geben. Freestyle. Gucken wir uns mal an, was das wieder Schönes ist. Ach du Scheiße. Für Salty kriege ich zusätzlich Punkte. Also ich muss sagen, Steuerung ist gerade schwer bei diesem Skiern. Manchmal ein Salto.
Wow. Wie weit muss ich kommen? Wohin muss ich? Ich habe keinen Plan. Ich mache es einfach mal. Oh, nein, nein, zurück. Oh, nein, 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 nein. Ah. Drei Salti, 389 Punkte. Ja, ist schon ganz ordentlich. So. Bronze erhalten, Rennen beendet und neue Ereignisse freigeschaltet. Ja, hier ist nichts mehr. Gucken wir mal in diesem Lagerhaus. Das sind ja die alten Strecken aus Trials 2, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, gucken wir uns mal an, spielen mal ein paar und dann. Bisher musste ich noch nicht einmal den Stick bewegen. Ja gut, jetzt musste ich ihn gerade mal bewegen. Also sie scheinen einfacher zu sein. Ich brenne. Jo. Hä? Okay, die Stange ist auch doof platziert da. Zwei Fehler, 27 Sekunden. Relativ schnell, Steuerung muss ich sagen, erstaunlich gut. Okay, es ist ja auch ursprünglich ein Konsolenspiel. Ja, bisher konnte mir noch nichts Negatives auffallen, außer dass man hier solche Schübe teilweise hat. Ich muss mal gucken, ob die nachher nach dem Aufnehmen auch noch da sind. Ich stelle halt, wie gesagt, nochmal an den Grafikoptionen was rum. Ob das irgendeinen Grund damit zu tun hat oder ob das irgendwelche Bugs im Spiel sind. Ich denke mal, das wird mit der Grafik zu tun haben. Und dann hoffe ich, dass wir dann ein paar Videos aufnehmen können, die möglichst lagfrei sind, wo jetzt nicht solche Turbo-Sachen drin vorkommen. Und dass wir dann gemeinsam Spaß haben werden. Ich guck mal, ob hier noch irgendwas gibt. Hier gibt es noch einen Technikparcours auch. Dann gucken wir uns den mal an. Ach, da hätte ich gerade, glaube ich, noch mehr auswählen können. Egal, fahre ich erstmal hier mit diesem grünen Bike. Aussehen und so habe ich auch noch nichts geändert bei dem Fahrer. Ich soll innerhalb dieser Kugel fahren, solange ich kann. Die ist hier auf diesen Schienen drauf. Jetzt geht's hier runter. Wow, nein. Ah. Neuer persönlicher Rekord, 73 Meter Silbermedaille. Gut. Gucken wir uns als letztes noch die letzten beiden an. Einmal den Skisprung und dann Feuerringer oder Feuerring. Ja, ich soll fahren, Y drücken und dann irgendwie weit springen oder fliegen. Ja, 71 Meter, 61 Meter ist in Ordnung, sage ich mal, kann man nehmen. So, gucken wir uns mal Feuerring an. Ich habe mal Lust hier, die Donkey, die kennt man ja aus Let's Plays von Commander Krieger beispielsweise. Sammle die Reifen. Jeder Reifen verleiht dir zusätzlichen Schub. Ja. Hilfe. Ah. Okay, das ist doch ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe. Die Donkey ist da wahrscheinlich nicht das richtige Motorrad für. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, mal zu sehen, wie ich so richtig fehle. Wie das erste Mal hier. Trials Spiele. Ein Spiel, was ich auf jeden Fall noch viel spielen werde. Und ja, verabschiede mich und wünsche euch noch viel Spaß.
bei unseren weiteren Videos. Und lasst doch ein Abo da und einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ciao.